Jo, weiter geht hier in Pokémon Weiß und ich bin. Also. Boah. Wie viele Schritte ich es geschafft habe zu laufen, bis dieses niedliche Cityman-Tor aufgetaucht hat. Boah, das muss mich echt gern haben. Aber wahrscheinlich den ganzen Tag darauf gewartet, dass ich endlich wieder zum Spielen komme und dann. Bäm, sofort zugeschlagen. In der nächsten Zeit der Willenkraft bin ich froh, dass sein Spezialangriff alles andere als gut ist. Ansonsten habe ich ein klitzekleines Problemchen. Ja. Kommen wir zu anderen Sachen. Nämlich beginnen wir am besten einfach mal bei der Frage des Parts. Und zwar lautet die Frage des Parts dieses Mal: Achtung, nicht erschrecken. Glaubt ihr an den Himmel? Beziehungsweise glaubt ihr an ein Leben nach dem Tod? Das passt besser. Glaubt ihr an ein Leben nach dem Tod? Und da möchte ich gleich sagen, das ist. Hat nichts was mit glaubt ihr an Religion, beziehungsweise an Gott, ja oder nein zu tun. Denn jede Religion glaubt an irgendeine Art und Weise an ein Leben nach dem Tod. Gut, soweit ich weiß, glauben die Juden, dass die Toten wieder auferstehen. Aber zum Beispiel die Ägypter haben ja damals auch diesen Weg gehabt, den die Toten laufen müssen. Und das ist einfach ganz allgemein die Frage, ob ihr daran glaubt. Und geht sie wieder raus oder? Tatsächlich. Ups. Okay. Ob ihr glaubt, dass es nach dem Tod endet oder ob ihr glaubt, dass es weitergeht. Also das ist jetzt nicht religionsbezogen, sondern hat durchaus tiefere Wurzeln in diesem Fall. Wonach ich fragen möchte. Zum Beispiel mein Vater ist überhaupt nicht religiös, glaubt überhaupt nicht an die Kirche, aber ist sich sicher, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, weil er, als bei der Oma gestorben ist, da eine besondere Art Zeichen hatte. Und das Erstaunliche hieran war, dass seine Schwester, der derzeit 500 Kilometer getrennt war, genau das gleiche Zeichen hatte. Und so gibt es eben immer wieder Sachen, die man sich nicht erklären kann. Es heißt ja Sachen zwischen Himmel und Erde. Das passt in diesem Fall ja dann ganz gut. Und ja, deswegen möchte ich da einfach wissen, wie ihr das empfehlt. So ganz kurz, zeigt die Zeit nochmal da hier unten irgendwas an. Nee. Würde mich einfach interessieren. Ihr müsst natürlich nicht beantworten, wenn ihr wollt, dass wir hier nichts beantworten müsst. Aber wer sich frei fühlt. Also, ich bin jetzt auch nicht so religiös, muss ich sagen. Aber ich glaube durchaus, dass nach dem Tod in irgendeiner Art und Form weitergeht. In irgendeiner Art und Weise. Dass es auf jeden Fall nicht das Ende ist. Ich glaube allerdings daran, dass die Menschen wiederbelebt werden. Dass sie nur hier auf der Erde sind, um Erfahrungen zu sammeln. Und sobald sie diese Erfahrungen gemacht haben, sie dann auf die Welt zurückkehren, um neue Erfahrungen zu machen. Zum Beispiel, wie könnte man das gut ausdrücken? Zum Beispiel wie ein kleines Kind, das diese und jede Erfahrung erst machen muss, ehe es sich sicher sein kann, dass es das wirklich will. Und genauso geht es den Seelen. Die können sich zum Beispiel nicht vorstellen, wie es ist, keine Ahnung, wenn man einen geliebten Menschen verliert oder wenn man mal reich ist. Und deswegen suchen sie sich vor ihrem Leben aus, mehr oder weniger, wie sie ihr Leben führen möchten und werden dann in so ein Leben hineingeboren. Daran glaube ich. Das ist die Art und Weise, die ich für vorstellbar halte. Es muss nicht die einzig absolute sein, das nicht. Aber ich halte sie für die realistische. Und es wird auf alle Fälle erklären, warum Menschen oft Erinnerungen haben, wo sie das Gefühl haben, ja, also sie haben Erinnerungen, auch aus früheren Leben, kennen sie etwas gut, aber sie können sich nicht erklären, woher. Und ich denke mal nicht, dass es aus irgendwelchen Genen oder sonst was kommt, sondern dass das versteckte Erfahrungen sind, die die Seelen schon gemacht haben. Oder zum Beispiel auch eine Geschichte. Wer sich mit Quantenphysik auskennt, weiß ja, dass sie sagt, dass es mehrere Paralleldimensionen gibt für verschiedene Entscheidungen. Und je nachdem, ja, welche Entscheidung man macht. Also man könnte es vielleicht ganz, ganz simpel damit sagen. Wenn der Ball 1 Zentimeter höher an die Latte geht, verändert sich schon die komplette Zukunft. Und wenn der Ball 1 Zentimeter drunter ins Tor geht, verändert sich auch schon die komplette Zukunft. Und genau durch so kleine Entscheidungen laufen Paralleldimensionen komplett anders ab. Und in diesem Fall, ja, existieren halt sehr, sehr viele Paralleldimensionen nebeneinander, die wie gesagt alle von unterschiedlichen Entscheidungen geprägt sind. Und da habe ich mal von einer Frau gehört, die
aufgewacht ist und es hat durchaus noch ihr Leben. Aber sie hat schon im Job gemerkt, irgendetwas stimmt nicht. Und dann hat sie sich um ihren Mann, hat sie ihren Mann angeschaut. Und übrigens, Teamenthüllung, Milzer kommt ins Team. Yes, habt ihr bestimmt drauf gewartet, oder? Ja, mein fünftes Teammitglied ist Milzer. Wird zu einer Max-Axt, markiert sein Revier, indem es mit seinen Fängen Kerben in Bäume schlägt. Bringt diese einmal ab, wachsen sie sofort nach. So, cool, oder? Wie es mit dem Wesen ausschaut, weiß ich noch nicht. Deswegen werde ich das mit dem Namen auch noch sein lassen, weil ich natürlich ein gutes Wesen für sie oder ihn haben möchte. Und erst danach weiß ich, ob es männlich oder weiblich ist. So. Ja, reden wir weiter. Und deswegen hatte sie das Gefühl, dass sie in eine, dass sie in einer dieser Nebendimensionen gekommen ist, als sie davon erfahren hat, dass diese existieren, weil sie war auch mit ihrem alten, also sie war auch irgendwie mit ihrem alten Partner zusammen, von dem sie sich eigentlich schon getrennt hatte, und mit dem neuen, den gab es irgendwie noch, da gar nicht in ihrem Leben. Und jetzt würde man auf jeden Fall den Fehler vermeiden zu glauben, so ein Mensch sei einfach nur verrückt, weil das halte ich für komplett daneben. Denn ich glaube durchaus, dass diese Theorie stimmt. Sie macht auch sehr, sehr viel Sinn, wenn man sich das mal überlegt, wie sehr diese Dimension von Zufällen abhängt. Ich glaube, genauso könnte man durchaus in Zeit zurückreisen. Ich glaube, wenn man in die Zeit zurückreisen würde, wäre es so wie in Dragon Ball, dass man nur eine weitere Zeitebene kreiert, falls ihr euch erinnert. Die Chance aber zurückgereist ist, bei ihm hat es nichts verändert, sondern er hat nur eine weitere kreiert. Und ich glaube, das wäre tatsächlich auch der Fall, wenn man hier die Zeit zurückreisen würde, weil dass man einfach verjüngt, das kann nicht sein. Und es heißt ja, man könnte durch die Zeit zurückreisen, wenn man schneller als das Licht sich bewegt, weil nicht schneller als das Licht sein kann. Deswegen glaube ich, sollte es möglich sein, würde nur diese Paralleldimension entstehen. Oh, das war mal schön. Endlich. Endlich mal hier Genugtuung. City Manto bringt sich selbst um. Okay, jetzt gucke ich noch, dass ich zu diesem versteckten Item da hinten komme. Da ist nämlich eins. Und ja, so viel dazu. Und das ist das, woran ich etwa glaube. Ihr könnt mir ja gerne auch ähnliche Monologe, wie ich es hier abgehalten habe, könnt ihr mir auch gerne als Roman in die Kommentare schreiben. Gut, 500 Zeichen, fuck. Scheiße, die Mantur, Mann! Ach Gott, ey, die langsam... Können die sich echt mal verpissen, oder? Aber ja, schreibt mir einfach eure Meinungen. Ich bin sehr daran interessiert, eure Sicht des Lebens zu erfahren, eure, Vorlieben, Interessen und eben auch solche Sachen. So, jetzt muss ich einen Belieber einsetzen. Es ist jetzt schon ein bisschen blöd, dass hier jetzt keine Krankenschwester da ist. Bin ich auf der Route davor. Aber da werde ich jetzt natürlich nicht zurücklaufen. So, das dürfte ihr reichen. Ich meine, wozu haben wir diese Items? Wenn nicht, um sie in diesen Höhen zu benutzen. Weil ich kenne so viele Leute, die schleppen das Zeug nur immer mit sich rum, benutzen es nie. Habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Hey, cool, Steinhagel. Aber es bringt letztendlich nichts. So, jetzt gucke ich mal. Wusste war ja 60 Stärke. Der müsste auch Steinhagel lernen können. Oder bringe ich ihm das glaube eher bei, weil wenn man eine Stein- oder eine Bodenattacke hat, wird schon. Es wird schon sehr, sehr gut abgedeckt. Ja, okay. Also ich habe diese Attacke nicht ein einziges Mal eingesetzt. Wobei. Ich glaube, ich tue sogar Verheimzahlung weg, weil normale Attacken bringen jetzt nicht so viel. Okay, doch, er hat noch einen Lebenspilz eingesetzt. Um es literarisch zu sagen. Gut, dann muss ich da unten noch das Item holen. Und ja, wie gesagt, ihr wisst ja, dass man mit mir auch solche ernsteren Themen ausdiskutieren kann. Und dafür habe ich diese Fragen des Parts gemacht. Am Anfang war es eher als Spielerei gedacht. Aber nun hat sich immer mehr dazu etabliert, dass es doch etwas relativ, ja, Wichtiges ist. Aber es ist, wo ich mit euch kommunizieren möchte, wo ich über euch lernen möchte. Ich glaube, das ist eine gute Basis in diesem Fall. So, ich glaube, das ist hier, oder? Jo, AP Plus, das ist gut. Das werde ich, glaube auch gleich benutzen. Nee, ich werde warten, bis ich mein Team vollständig habe und erst dann entscheiden, wie ich die AP Plus verteilen werde. So, ich gehe einfach mal hier hin, das ist schneller und ein Stockwerk höher.
Ja, es ist alles erhellt. Kammer der Weisung. Warum jetzt alles erhellt ist, frag mich nicht. Nintendo-Logik. Und nein, das war nicht ein Ball, den wir hier mit aktiviert haben. Also das Klickläufer war nicht in einem Ball. Sondern das Event des wilden Pokémons wurde einfach vor einem Ball ausgelöst. Ganz simpel und einfach zu erklären. Flickknäuel ist weg. Und wir haben hier einen Beleber. Gut, da haben wir schon den kompensiert, den wir verloren haben. Also gar kein Ding. Ich meine, ich habe auch so viel Geld, das ganze Zeug muss ich sowieso mal ausgeben und... Wow. Für dein Alter hast du schon allerhand auf dem Kasten. Vielleicht kannst du sogar... Ja. Vielleicht. Was sagst du? Willst du dir anhören, was ein alter Mann wie ich zu sagen hat? Ja, wer A sagt, muss auch B sagen, also... Einst lebten Menschen und Pokémon getrennt voneinander. Doch dann begannen die Menschen einen Krieg und der Wald der Pokémon drohte, ein Opfer der Flammen zu werden. Die Pokémon waren gefangen inmitten all des Feuers und des Rauches. Doch da waren sie auf einmal, die legendären Pokémon. Cobalium, Terrakium, Viridium. Terrakium schlug mit seiner unglaublichen Kraft einen Fluchtweg in den Fels. Viridium bewahrte mit seiner unglaublichen Geschwindigkeit die Pokémon verlorenem Funkenflug. Und Cobalium wies den ängstlichen Pokémon den Weg aus dem brennenden Wald. Ja, das ist die Geschichte vom Zinnturm in Teak City nur mit positiven Wänden. Cobalium, Terrakium und Viridium verjagten all die Kriegstreiber mit ihrer überlegenen Kraft. Die Menschen hatten Angst vor den drei mächtigen Pokémon und legten die Waffen nieder. Solange die Menschen ihr kriegerisches Wesen nicht ablegen, gibt es auch für die Pokémon keinen Frieden. Den dreien war klar, dass die Untaten der Menschen viele Leben kosten würden. Sie mieden den Kontakt zu den Menschen und waren fortan nicht mehr gesehen. So wurden sie zum Stoff von Legenden. Ich habe Jahrzehnte damit zugebracht, nach ihnen zu suchen, bis ich eines Tages endlich ihren Aufenthaltsort ausfindig machen konnte. Diese Höhle! Doch die drei legendären Pokémon hegen großes Misstrauen gegenüber Menschen. Nähert sich ihnen ein Mensch, fletschen sie die Zähne und greifen an. Dass sie nur die Welt von damals kennen, ist bedauerlich. Denn heutzutage helfen und verstehen Pokémon und Menschen einander. Soll wohl auch eine Anspielung auf die Zeit sein, in der sich N zurückversetzt fühlt. Zumindest gab es wohl mal eine Zeit, wo sie echt schlecht behandelt wurden mit Pokémon. Doch davon wissen die drei nichts. Du hättest wohl das Zeug dazu, ihnen aufzuzeigen, dass Pokémon und Menschen einander vertrauen und miteinander leben können. Ja, das kannst du jetzt beurteilen, weil du mich von 5 Kilometer Entfernung gegen ein paar Sedimantus kämpfen hast sehen, oder was? Wenn sie die Menschen dann in einem neuen Licht sehen, werden auch sie sich für ein Zusammenleben mit ihnen entscheiden. Nicht nur von Menschen und Pokémon gilt. Vertrauen und Anerkennung sind der einzige Weg zur Harmonie und Frieden. Ja, das hat er doch schön gesagt. Findet ihr nicht auch? Ich weiß gar nicht, worüber ich mich mehr freue. Dass ich hier diesen Finsterstein habe, dass Milza an meinem Team ist, oder dass wir tatsächlich kurz auf ein legendäres Pokémon zu fangen. Das ist ein ziemlich krasseste Part des LPs bisher. Und ja, cool. Das werde ich dann alles, nacheinander machen. Also jetzt werde ich erstmal, denn ich sag's euch einfach, eines dieser Pokémon befindet sich hier. Eines können wir schon herausfordern. Und natürlich werde ich, wie auch in Pokémon Blau, alle legendären Pokémon hier fangen. Das wird bestimmt ein lustiger Kampf. Auch wenn ich jetzt keine speziellen Bälle habe, das ist ein bisschen blöd. Dass ich da nicht so weit gedacht habe, aber das kommt dann danach, keine Sorge. Und danach werde ich dann Dummy entwickeln und werde gucken, was ich Milza für ein Wesen gebe und weitere Sachen machen. Ja, das passt. Da kommen wir schon gut klar. Okay. Interessanter Pokéball hier. Weil ich meine, hier zeigt irgendwo ein Item an, aber ich check so gar nicht, wo das sein soll. Und seht ihr es? Da ist er. Okay, scheinbar direkt neben dem Stein hier noch. Ja. Doppelt gemobbelt. Und jetzt sieht's nicht süß und klein aus. Cobalium. Naja, unsere Aufgabe ist ihm aufzuzeigen, dass Menschen und Pokémon in Vertrauen miteinander leben können. Indem wir was machen? Indem wir ihm viele über
die Pfanne hauen, also richtig verprügeln, bis er absolut am Boden kriecht und lächzt und ihn dann mit einem Ball einfangen und ihn zwingen, für uns zu arbeiten. Genauso tut man das Vertrauen in den Menschen wieder wecken, ihnen zeigen, was für gütige Wesen wir sind, wie liebevoll wir mit Pokémon umgehen. Genau das ist der richtige Weg, mein Freund. Naht! Was denken die sich schon wieder? Egal. Okay, das ist der Rückweg, den werde ich jetzt einfach auch mal markieren. Aber gut, Leute, den Fight gibt es selbstverständlich erst im nächsten Part, weil wie ihr merkt, Zeit ist hierfür keine mehr. Und es wird auch spannend, weil das Pokémon mein Level gar nicht so weit entfernt ist. Also soll euch dieser Part gefallen haben. Freue ich mich wie immer bei netten Daumen hoch. Falls nicht, dann müsst ihr halt einen runtergeben, Mai. Und wenn es richtig episch war, freue ich mich auch über einen netten Kommentar und vielleicht sogar einen Favorit. Solltet ihr euch auf den legendären Kampf freuen. Und beim nächsten Mal, ja, beim nächsten Mal, da gibt es dann den legendären Kampf. Ich wollte eigentlich noch in diesem Part vor ihm stehen bleiben, aber die Fleeknäuels und die Sidimantus möchten mir das Leben unbedingt zur Hölle machen. Findet ihr das nicht auch richtig nett von ihnen? Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ja, eine Pokémon weiße Edition. Und ich werde das Kommentieren jetzt niederlegen, bis er tot ist. Aber ja, wir sehen uns dann. Thank you.